Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder hier seid auf eine gemütliche Runde in The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Mittwochsfolge, Bergfestfolge, meine Lieben. Ich habe gerade hier die Blatthaufen-Dinger wieder richtig aufgesetzt, bin aber etwas vorsichtig, denn jetzt haben wir tatsächlich auf dieser Seite ja auch schon Besuch bekommen. Was mir aufgefallen ist, ich habe gerade das erste Reh getötet und dann habe ich gemerkt, oh Alter, du sollst vielleicht die Aufnahme dazu machen, die Leute wollen ja auch dabei sein. Habe ich total, weißt du, einfach mal losgespielt und gelabert. So, pass auf. Das erste Reh habe ich tatsächlich erwischt. Ich würde gerne die Futterstände heute vollhängen. Ich würde hoffen, dass es regnet. Wir haben nämlich fast kein Wasser mehr. Und wir haben noch einen Kollege. Wir brauchen 65 Knochen. Wie viele Knochenrüstungen haben wir? Wir machen heute weitere Vorbereitungsmaßnahmen, Leute. Ich fühle mich noch nicht wirklich bereit dazu, dem Boss entgegenzutreten. Ich will noch eine Gruschelrunde auf jeden Fall heute machen. Pfeile werden wir holen und Aloe Vera werden wir suchen. Den hier brenne ich jetzt aber mal ganz klassisch im alten traditionellen Axt-Stoffrhythmus ab, damit wir noch ein paar Knochenrüstungen kriegen. Zwei fehlen uns noch. Dann haben wir einmal eine komplette Knochenrüstung-Garnitur für den Notfall. Wobei, Leute, wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß jetzt noch nicht so wirklich, wie ich dann mal geschwind die Rüstung wechsle im Bosskampf. Ich würde sagen, wenn wir losgehen, machen wir eine Knochenrüstung drauf. 10 Stück. Und bevor wir zum Boss reingehen, wechseln wir auf die Mutantenrüstung Nummer 1. Und falls wir die dann während des Bosskampfs wechseln müssen, dann schauen wir einfach, wie wir das anstellen. Da habe ich jetzt noch gar keine Ahnung dazu. Hier, den holen wir jetzt auf jeden Fall Knochen raus. Den Zaun lassen wir jetzt erstmal Zaun sein, Leute. Den können wir bauen, wenn wir das alternative Ende angeschaut haben, bei der Yacht waren. Dann gehen wir nochmal zurück, bauen den Zaun fertig, egal wie lange das dann dauert, und machen dann irgendwann einen Abschluss lichterfest. Ne? Also da nicht jetzt irgendwie denken, okay, jetzt lasst ihr den Zaun offen, war ihm doch zu viel. Machen wir doch fertig. Aber aktuell bin ich auf Boss-Trip. Hier, ich bin auf Boss-Trip. Das ist der absolute Wahnsinn, wie boss-trippig ich bin. Man könnte schon sagen, ich habe einen Boss-Tripper. Entschuldigung, da war schon wieder so Spitzfindigkeit. Okay, pass auf, Leute. 6 Knochen ist genau richtig für eine Rüstung. Danach fehlt uns nur noch eine. Pum und Ka-Zum. Was ist denn das hier? Das ist jetzt der Haufen Knochenrüstung. Das ist sehr gut. Oh, aber wir haben 2 an. Das heißt, wir sind eigentlich fertig. Jetzt pass mal auf. Jetzt werde ich natürlich... Jetzt gucken wir mal. Ich rüste mal die Geschichte hier kurz aus. Ah! Au, au, haben wir dann zu viele sogar eine, ne? Moment, 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 nicht kombiniert. Doch, das passt schon. Zieh die mal weiter an und hol die andere raus. Die ist rausgefallen, weil wir eine zu viel hatten. Jetzt ist der Nameless praktisch komplett in Knochenrüstung gepackt. Das lassen wir jetzt erstmal so an. Eine Ersatz haben wir bereits, das ist sehr gut. Eine Kopfbombe, eine Kopfbombe. Nameless, jetzt pass auf. Guck mal ganz kurz nach deinen Pfeilen, mein Freund. 11 Stück. Das ist nicht so viel. Ich will die jetzt aber auch nicht leer schießen. Aber ich hätte gerne den Köcher leer, dass wir jetzt einmal komplett moderne Pfeile holen. Beziehungsweise lasst uns hintere gehen. Wir müssen morgen eh nochmal eine zweite Runde. Wir können ja da nicht so viele Pfeile holen. Das ist ja nicht komplett voll mit 50 Pfeilen. Und was ich noch machen will, ganz kurz, Feuerzeug weg, am Bootle vorbei und kurz nochmal die Mutantenrüstungen zählen. Das wäre nämlich eine Idee für heute, dass wir uns noch eine... Hat er gerade einen Amsi gebrüllt? Hallöle. Hallöle Popöle. Und der Jump'n'Run Nameless ist wieder da. Guck mal, hier haben wir nämlich auch ein bisschen Material. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Schalade, na, na, na. Wie sieht's hier aus, Digga? Es fehlen eine. Eine am Arm. Noch eine am Arm. Sind 2. Und unten an Schienbein 3, 4. Das bedeutet, wir brauchen noch 4. Dann haben wir insgesamt 18 Stück. 20 bräuchten wir aber. Also wir bräuchten eigentlich noch 6 Mutantenrüstungen, Leute. Aber woher nehmen wir nicht stehlen? Ja, jetzt egal. Wir gehen nachher mal ins Dorf hoch. Letztes Mal war schon eine Dreiergruppe, die wir durchgelassen haben. Ich hopfe jetzt hier ein bisschen schneller wieder, kennt man. Ey, und was wir eigentlich auch machen sollten, wir sollten, glaube ich, dieses Boot so nah wie möglich, aber wir kommen drüben nicht drüber. Das haben wir schon mal gehabt. Nee, wir laufen. Wir laufen zum Boss. Lass mal kurz gucken, was wir hier so drin haben. Hier, vertorbenes Fleisch nehmen. Das guck mal ganz kurz durch. Nö, der ist noch gut. Häng den mal komplett ab hier. Häng mal alles ab. Brauchst du hier nicht. Das ist so unnötig, dass wir das Bootle jetzt hier haben aktuell. Aktuell. Man weiß es aber nicht, wo wir enden. So, meine Lieben. Jetzt gehen wir uns die modernen Pfeile holen. Dann schlürfen wir da oben ein bisschen rum, weil an der Ecke hat es doch auch immer Blumen gehabt, ne? Wir können hier schon mal anfangen. Ein paar habe ich nämlich schon wieder verbastelt. Lumlilum. Und ich habe mir überlegt, Speer raus. Wir müssen nämlich ein bisschen Essen noch einlagern. Wir machen das jetzt hier mit dem Speer, weil wenn ich dann treffe, so wie jetzt zum Beispiel, dann haben wir auch wirklich gewonnen. Verstehst du? Oh Gott, mit ankündigenden Treffer, Leute. Wann war das mal drin bei uns? Wann war das bitte mal drin? Und nicht vergessen, wenn wir aufbrechen, da brauche ich auf jeden Fall Material für ein kleines Speicherschelter. Ich, Entschuldigung, oh, vor lauter Babbeln. Ganz kurz, das muss ich beruhigen, sonst haben wir das die ganze Folge über. Ganz kurzer Moment.
Kurzer Moment. Ich will auf jeden Fall unten im Sinkhole am See, da haben wir ja sauber gemacht, da will ich dann schön speichern. Und dann können wir, glaube ich, können wir innen drin auch speichern? Ich glaube, irgendwann kommt ein Speicherpunkt. Wir müssen halt gucken, dass ich das alternative Ende nicht versau. Nehmen das Zimmer schon vollgeladen mit den ganzen Blüten hier. Alterle. Aber guck mal, hier war auch Aloe Vera. Jetzt, wir kruscheln heute rum, Leute. Wir kruscheln heute einfach ganz gemütlich und gemächlich rum. Was wir finden, wird mitgenommen. Zum Beispiel blaue Beeren. Immer ganz gut, wenn man zwischendrin mal eine Beere will. Die haben wir voll. Die haben wir voll. Die haben wir voll. Oh, hat sich gerade angehört wie der Helmut Kohl damals. Die haben wir voll. Aber ganz schlecht, ne? Ich wäre kein guter Imitator. So, Schwibbel und ein Stoff. Paar Ränge, aber nehmen das Kuck auf den Boden. Oh ja, hier, die sollten wir auch mitnehmen, weil wir müssen ja die ganzen Pfeile noch umbasteln. Ich habe ja gesagt, ich gehe mit Dings los, ne? Wobei jetzt noch nicht alle Kommentare da sind. Ich kann also nicht sagen, ob jemand sagt, oh Voucher, geh auf keinen Fall. Neue Pflanze entdeckt? Was haben wir jetzt bitte für eine neue Pflanze entdeckt? Nameless, nach 100 Jahren hast du hier neue Blume entdeckt. Du bist mir ein Entdecker. Leute, wenn jemand von euch jetzt reingeschrieben hat die nächste Zeit, bevor wir aufbrechen und ich das noch rechtzeitig lese und er sagt, hey, mit diesen Goldröckchen, Goldröckchen, mein Stück. Mit was mache ich die jetzt? Am besten mit dem Headshot. Guck mal, hier, die geht da spazieren. Das sieht aus wie ein NPC, das Stück. Das ist er, gell? Ich habe daneben geschossen. Da ist er immer abgelenkt. Nameless, dein Lieblingsmädchen. Mit Brandpfeilen, die nicht angezündet sind. Das kann auch nur der Nameless. Wahnsinn, da holen wir uns jetzt noch eine Knochenrüstung. Ist die echt allein unterwegs gewesen? Goldie. Guck, deswegen mag er die so, weil die ist noch von allen die hübscheste, finde ich. So, meine Lieben, pass auf, zurück zum Thema. Wir brennen die jetzt natürlich gleich an. Schwupp, schwupp, jetzt habe ich meinen Faden komplett verloren. Ja, genau. Falls einer von euch sagt, Voucher. Das bringt nichts mit den Giftpfeilen. Dann würde ich es natürlich lassen. Dann müssen wir das halt vorher noch mal ganz kurz umbauen. Da komme ich dann halt auch nicht drum rum, ne? So, nimm mal das da schon in die Hand. Du bist doch besser mit dem Bogen wie mit der Axt. Und die Waffen wollten wir präparieren. Haben wir eigentlich Zähne? Lass mal gucken. Das sind kleine Steine. Wo sind die Zähne? Hier. Jo, wir haben 66 Zähne. Da können wir zwei Menschen nachbauen, oder? Reicht das? Ja, je nachdem. Ältere Menschen vielleicht mehr. Wieso ist die nicht ganz abgebrannt? Nameless. Warum müssen die nicht ganz abbrennen? Ich glaube, die will spoilern, ha? Hau nochmal drauf. Hau nochmal drauf. Nimm das. Ey, Leute, das muss original Goldröckchen sein. Die brennt nicht komplett ab. Das hat mich schon gewundert, dass die hier so. Ah, jetzt. Ist dir zu warm, Rechner? Oder was ist denn jetzt los? Ich dachte gerade, ein besonderer NPC oder so, weißt du? Der das so rumschlittert und der dann nicht richtig abbrennt und man hat dann irgendwie. Irgendwie spickt das Spiel spackt in letzter Zeit echt mehr rum als früher im Early Access. Hier, Nameless. Das war's. Du hast die Chance, deine Infektion jetzt wegzumachen. Jetzt. Jetzt können wir auch mal gucken, wie viel Stärke das er momentan hat, der Gute. Hat die mich jetzt gerade geschickt, Leute? Statistik. Oh, wir kommen nicht über 50 Stärke. Oder lass es, Nameless. Dann mach den Boss einfach mit deinem überragenden Athletik-Skill. So, den Stoff nehmen wir wieder mit. Den nehmen wir auch mit. Die Blumen haben wir jetzt echt voll. Guck mal, da müsste hier noch mehr Aloe Vera rumstehen. Ein paar hätte ich schon noch gern. Die ist so verloren und da hinten jetzt rumgelaufen, wie eine Händlerin irgendwie, finde ich. Ich träume natürlich. Ich träume natürlich immer noch von einer. Hier, Nameless. Bäm. Und guck mal hier nochmal. Bäm. Das sollte man jetzt echt absuchen hier. Akribisch. Weil wir werden mit Sicherheit mehr als nur einmal infiziert da unten sein. Hier drei Aloe Vera. Super Geschichte. Sag mal, ist die Aufnahme erst doch, es passt alles, ne? Es hat mich jetzt echt gerade so ein ganz kleines bisschen irritiert. Bin mal gespannt, was hier noch so als Irritationsding heute mit drin ist. So, nehmen es. Feuerzeug kannst du wegmachen, du nimmst den Speer wieder raus, weil du wirst wahrscheinlich auch Speere benutzen müssen beim Boss, damit er nicht ganz alles daneben feuerst. Gut, dann laufen wir auf dem Rückweg gleich nochmal vorbei. Aloe Vera haben wir jetzt nämlich erst drei Stück. Hier ist ein Legi. Parenga, manchmal bist du richtig gut, Alter. Ich bin stolz auf dich. Fleisch für den Trockenständer, das ist sehr wichtig. Die Rüstung können wir ja dann anbringen an den Körperwelten, ne? Da rennt uns ja nichts davon. So, ist jetzt hier noch mehr Aloe Vera. Von mir aus auch nachgespawntes. Wir nehmen alles. Frisches, altes, was uns hier angeboten wird. So, die Geschichte passt. Guck mal, wie viele Blaubeeren du jetzt mittlerweile hast. 29, dann kannst du noch eine. Jetzt müsst fertig sein, ne?
Jo, und jetzt pack den Bärenbeutel weg und iss die anderen. Dann bist du gleich wieder frisch. Ja, nämlich. Manchmal machst du die Rakete. Hier, ess dich voll. Ess dich voll, Alterle. So, jetzt gehen wir kurz rüber, Leute, holen die Pfeile. Dann gehen wir zur Alkoholhöhle. Dann wird es wahrscheinlich dunkel sein auf dem Heimweg. Vielleicht speichern wir aber vorne an den orangenen Zelten. So, und da wir ja hier sowieso wahrscheinlich das eine oder andere Totem noch haben, nehme ich es natürlich gleich mit. Halli, hallo. Hier wohnt doch kein Mensch, oder? Das ist doch ein Fake-Dorf hier. Normalerweise, es gab mal einen Spielstand, Leute, da habe ich hier tatsächlich ganz viele immer gehabt. Die haben da vorne dann auf der Wiese immer gebetet. Die haben wir vertrieben, schon vor langer Zeit. Guck mal hier, neue Pflanze entdeckt. Auf einmal gibt es eine neue. Ist es Fauna oder Flora? Flora, gell? Florist. Ich muss mir das immer merken. So, meine Lieben, ich will gar nicht noch länger rumschwätzen. Wenn wir noch ein Tier finden, nehmen wir es mit. Ansonsten ist der nächste Anhaltspunkt Pfeile. Und da oben hat es noch die Tagetesblumen. Die nehmen wir dann auch noch gleich mit. Und mit ein bisschen Glück finden wir noch einen Koffer oder zwei, die wir noch nicht aufgemacht haben. Schauen wir mal. Langsam, du brauchst jetzt heute nicht so richtig viel rennen, weil ich bin immer noch der Meinung, wir übersehen die Hälfte sonst immer. Ja, nimm das, krabbel hoch, krabbel hoch, krabbel hoch, krabbel hoch. Wow! Ich bin der König der Insel. Mal gespannt, wann sie kommen und uns eines Besseren belehren. So, krabbel mal hier drin rum. Da gibt es manchmal auch noch so versteckte Blüblen. Und dann holen wir die Pfeile, wenn sie kommen. Und die kommen eigentlich hier immer. Richtig schön das Inventar vollballern, Leute. Nur ich habe mir jetzt echt überlegt, wir könnten los, wir könnten nicht los, aber es reizt uns ja eigentlich sowieso noch die ein oder andere Folge zu machen. Und dann können wir ja hier auch ganz gemütlich, ne? Wir können zum Beispiel auch Fische noch. Den, hol dir den jetzt. Sehr schön, können wir auch drüben reinhängen, da hast du abwechslungsreiche Mahlzeit. So wie wir das gelernt haben vor vielen Jahren daheim am Tisch. Wo wir die Füße drunter gestreckt haben und uns anhören durften. Solange die Füße unter meinem Tisch. Jetzt haben sie uns gesehen, oder was? Na, sie rennen weiter. Sie rennen weiter, nämlich. Ohne Tarnrüstung hast du dich versteckt vor denen. Ich bin stolz auf dich. So, Leute, wieder zurück zum Thema. Aha. Hier, ein wunderschöner schwarzer Samsonite. Noch nicht geöffnet von uns, aber jetzt. Ein Alkohol war drin. Hat sich gelohnt. Wie, habe ich da echt nur einen Koffer offen gelassen? Alle anderen habe ich aufgemacht. Typische Voucher-Kofferöffnungsaktion. Jetzt holen wir die Pfeile, Leute. Ist jetzt natürlich auch wieder so ein ganz kleines bisschen fraglich. Ist es jetzt schon langweilig, weil wir jetzt tatsächlich viele, viele Farmrunden gemacht haben, glaube ich, ne? Also wir waren auf jeden Fall öfters farmen als bisher. Aber, Funzler, ich treffe den Kopf. Ist doch, kann man eigentlich auch einen Kopftreffer machen mit dem Speer? Bestimmt, oder? Oh, du blöder Affe. Gib mein Speer wieder her. So, nochmal. Das war ein Kopftreffer, oder? Jetzt schmeißt er. Hehe. Nochmal. Ja, man kann. Man kann, Leute. Coole Geschichte. Komm mit. Komm mit, mein Freund. Oh, das sind ja noch mehr von euch. Ich grüße euch. Da drüben auch. Alter, was ist denn heute los? Was ist das für Eckle hier? Was ist das für Eckle, Nebel? Das hätte man hier bauen sollen. So. 3, 2, 1, Action Jackson! Und vorbei an den Mutanten, drüber gehopft. Und rechts am Stein vorbei, Eat. Und links vorbei. Und jetzt nicht aufhalten lassen, Nameless. Pack deine komplette Energie ein. Ist gerade hier auf dem Sportplatz, ne? Ich nehme den mal mit, bis wir da hinten in Sicherheit sind. Und jetzt macht die Chuck Norris Wendungsrolle. Okay, die war's nicht. Kurz geguckt und weitergelaufen. Genau, jetzt gehen wir noch drüben den Alkohol rausholen. Dann sind wir eigentlich schon mal ganz gut bestückt. Ich würde auch sagen, da vorne rennt schon wieder eins. Da rennt schon wieder einer. Ey, die treiben sich jetzt hier rum. Ich meine, ich verstehe es ja. Ha ja, also gut. Guck mal, ob wir hier einigermaßen sicher sind. Ich würde den kurz hier verbasteln wollen. So. Weil jetzt können wir die Knochen noch einsammeln. Ersatzrüstung. Knochenersatzrüstung können wir eigentlich auch mitnehmen, Leute, ne? Schadet ja nicht, weil der Boss wird uns mit Sicherheit ein, zweimal erwischen. Da hinten ist ein Fake-Goldröckchen gewesen, glaube ich. Welchen Pfeil hast du denn jetzt hier? Die da heben wir uns auf, ne? Die verschießen wir nämlich. Die verschießen wir. Es ist ja eigentlich auch wurscht, weil mit einem normalen Headshot kannst du ja trotzdem die Holzpfeile nehmen, ne? So. Gut.
Alles klar, Leute, alles eine gemütliche Runde. Das Schöne ist, dass wir genug Athletik haben, dass wir wissen ungefähr, wie wir sie einschätzen müssen. Das heißt, wir kommen auch weg, wenn es mal eng wird. Jetzt fahren wir nochmal da hinten die Alkoholhöhle ab. Mal gucken, ob der auch so rumeiert hier mit dem Abbrennen. Nö, der lässt sich da eine 20 mal bitten. So, Knochen haben wir. Machen wir noch eine Knochenrüstung? Wie viel haben wir denn jetzt hier drin? Guck mal, wie das Inventar sich langsam füllt, wenn man sich ein bisschen Essen und so reinlegt, ne? Ist eigentlich Beschiss. So, komm, wir machen einfach. Was wir dabei haben, später haben wir dabei, Leute. Feuerzeug kannst du wegmachen. Wir genießen die Abendstimmung. Ja, das machen wir einfach. Dann haben wir zweimal Mutantenrüstung dabei. Eine Knochenrüstung an, eine als Ersatzpaket. Ach so, ich kann nur. Au, Scheiße. Ich kann gar nicht 20 Mutantenrüstungen, glaube ich, tragen, ne? Ist richtig. Die Knochenrüstung ist nämlich auch gerade rausgefallen, die übrige. Also müssen wir uns entscheiden. Knochenrüstung? Wie macht man das? Ne, wir ziehen die Mutantenrüstung an und die eine nehmen wir als Ersatz mit und eine Knochenrüstung als Ersatz. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Du kannst gar nicht 20 Knochenrüstungen oder so einpacken. Ja, ist halt Pech, ne? Jetzt überlege ich gerade, Leute. Ich warte jetzt, bis es dunkel wird und mache uns dann hier wieder hell. Aber wir können, glaube ich, noch nicht hell machen, ne? Ich habe ja gerade eben erst hell gemacht. Dann könnte es eventuell besser sein, wir gehen direkt jetzt in die Höhle. Boah, was hast du denn jetzt hier rumgeschmissen? Ein Topf. Ganz viele Töpfe. Wie schön, dass sich keiner hört, Nameless. Du bist ja allein auf der Insel. Hey, ist blöd. Wir müssen jetzt mindestens noch 5 Minuten warten oder 10, bis es wieder hell, bis ich es hell machen kann, ne? Aus dem Grund gehen wir jetzt einfach in die Höhle und schleichen uns dann nachts irgendwie wieder zurück Richtung Heimat. Fertig. Moment nicht lang rum. Moment nicht lang rum, Nameless. Mach das mal kaputt. Jawohl. Und das hier auch, falls die da irgendwelche Hasen züchten. Weißt du? Nur wir dürfen Hasen züchten, ihr nicht. So. Habe ich jetzt einfach nur Bock dran gerade. Ist schön, guck mal, das hat sich in der Mitte geteilt und ich kann es. Das ist schon toll, wie die das gemacht haben. Da war ein Riegel. Da war ein Riegel im Verborgenen hier. Müssen wir mal ein bisschen rumgucken. Hallo, Legi. Das Fleisch muss ich nachher einräumen. Guck mal hier, Dösle. Ein einsames Döschen. Durst hast du gerade keinen, sehe ich. Hier ist ein Totem. Und ein Totem hat auch meistens Stoff. Stich mich noch eine Weile hier. Alterle. Ja, Leute, komm, wir gehen kurz in die Höhle. Bis wir raus sind, können wir auch wieder hell machen. Da vorne ist noch Totem. Schadet ja nicht. So, was haben wir hier alles im Angebot? Ein Stoff, zwei Stoff. Und weiter geht's. Ich habe echt Muffe vor Bosskampf. Ich kann es ja dazu sagen. Was soll ich da rumeiern? Ihr kennt mich ja. Ah ja, aber wir müssen. Es gehört dazu. Und ich will das alternative Ende sehen. Ich will das Fragment auf jeden Fall einmal besitzen. Und dann gucken wir mal. Jetzt gucken wir halt mal, wie es läuft, Leute. So, hier einmal runter. Kennen wir. Waren wir schon lange nicht mehr. Ich weiß. Boah, es ist wieder Erhitze. Ich habe echt der Wahnsinn bei ich glaube, 35 Grad, Leute. Und ich habe jetzt mal beim Wetterbericht geguckt. Mache ich normalerweise nicht. Aber ich denke, guckst du mal, ob die Welle auch mal aufhört. Ich sehe nur die Sonne und ich sehe nur 35 Grad Tag und 21 nachts. So Sachen sehe ich da drin. Mir wird es schon ganz bange. Ja, lass das sein, los, Digga, ist doch gut, ist doch gut. Zünde, nee, brauchst du nicht, hier brauchst du noch nicht anzünden, erst wenn wir eins runter sind. Also, wir werden auf jeden Fall, bevor wir ins Sinkhole einsteigen, nochmal Pfeile holen dann haben wir die voll. Jetzt guck mal gleich mal da unten, wie es mit den Bomben aussieht. Wir sollten nämlich auch Ersatzmaterial haben, also ich gehe mal davon aus, 5 Bomben haben wir, und aber Material, um nachzubauen, ne? Ist nicht unwichtig, denke ich mal. So, Nameless. Der akribische Vorbereiter hier für die Bossrunde. Andere gehen einfach los und machen den und ich pack's halt nicht, ne? Du weißt es ja nicht. Ich habe nur beim Early Access Trial, als wir den gemacht haben, da habe ich echt auf die Mütze bekommen. War aber auch happy, als wir den gelegt hatten. So, mein Lieber. Jetzt sind wir im Paradies der Materialien. Herzlich willkommen, mein Freund. So, pass auf. Ausgelagert haben wir tatsächlich von den Sachen auch ein bisschen was. Das ist wichtig, das ist wichtig. Stick ist nicht so wichtig. Sag mal, irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass es hier weniger geworden ist. Ja, die kannst du alle mitnehmen, das lohnt sich schon. War hier nicht mal mehr drin? Guck mal richtig rum, ne, dass du da die Hälfte jedes Mal liegen lässt. Schau auch mal im Wasser. Ja, schön machst du das, Nameless. Hört ihr auch jemanden brüllen? Da ist doch einer drin. Wo ist der? Au! Die sind da hinten dran.
Die sind da hinten dran, Leute. Waren wir da nie hinten drin? Ich habe das Gefühl, das sind ganz viele. Hat's ihn erwischt? Auf die Distanz. Ich dachte, wir sind weit genug weg. Was ist denn los? Oh, Entschuldigung. Ja, guck mal. Was ist denn mit dir? Scheiße, scheiße. Das war nix. Das war nix, Alter, ne? Weil man sieht nämlich nichts mehr. Du hast Feuerzeug nicht mal draußen. Ich dachte gerade, ich kann hier ganz geschwind mal... Lag der auch schon immer da, der Körper? Wo bin ich denn jetzt? Haben wir wieder was gefunden. Das Schnaufen hört sich an, als wären es mindestens 3 Stück, oder? Guck mal, hier ist auch Feuerstelle. Doch, hier waren wir schon. Ich erinnere mich doch. Ich erinnere mich doch gerade. Das Feuer geht nicht an. Hey, yo, hier waren wir doch schon. Hier bin ich schon mal fast gestorben, oder? Guck mal, die kommen bestimmt gleich nochmal ums Eck. Hört sich auch ein bisschen an. Was machst du mit den Pfeilen jetzt, du Held? Den hast du nicht getroffen. Hört ihr es auch? Das sind Babys irgendwo, ne? Den haben wir. Ne, den haben wir nicht. Ich will da hinten jetzt reingucken heute. Jetzt haben wir ihn. Was ich kurz machen möchte, ist die Taschenlampe leer? Auseinandernehmen. Bogen weg. Batterie. Das war eine Sprengbombe. Wo sind die Batterien hier, ne? So, Bogen hin. Das hier wieder hin. Und weiter geht's. So. Einen haben wir schon mal. Hier ist das Baby. Jetzt ist es tot. Pfeile hole ich mir gleich wieder. Daneben nehmen wir es. Daneben nehmen wir es. Renn weg, der macht ja der Knochenrüstung kaputt. Teuer Akau. Guck mal, hier in Höhlen bin ich nicht so gut, ne? Alter, ich treffe halt mal voll nicht. Den Hammer. Ey, Wahnsinn. Ist mal ein Hase. Trinken brauchst nix. Jetzt gucke ich nochmal, da ist bestimmt noch mehr los. Und nicht ins Feuer, Digga. Das kann ich mir heute nicht leisten. Hier ist das nächste Baby. Pfeile holen. Und das sind doch noch mehr Babys, oder? Hier ist auch... Hier ist noch eins. Und da ist noch ein Pfeil. So, Feuerzeug raus. Ey, wieso waren wir in diesem Teil der Höhle nie wirklich drin? Pfeil. Guck mal, wie es da sitzt, Leute. Als ob es überlegt. Als ob es was überlegt. Cool. So, die zwei, die hauen wir jetzt hier auf jeden Fall gleich mal zu Feuer. Da ist aber doch noch ein drittes Baby gewesen. Kurzer Moment. Wieso war ich denn hier hinten drin noch nie? Könnte ja sein, da tut sich noch voll was auf. Kurz mal gucken, weil ich Schiss habe immer, ich weiß schon. Wir waren hier bestimmt auch schon mal. Boah, ich darf mich jetzt nur nicht verlaufen. Ich will nämlich tatsächlich weiter am Ball bleiben mit den Dingen, die wir so vorhaben. So, Alter, dann machen wir Platz. Da geht ein Seil runter. Hier hängt ein Seil. Hier ist wieder so ein Rüstungsding. Den hole ich jetzt aber nicht raus. Ich bin zufrieden mit unserem Anzug. Kurzer Moment. Die trockene Luft macht es nicht besser. Das erinnert mich schon an was. Wir waren hier schon mal, Leute. Vielleicht nicht in dieser Staffel. So, was machen wir mit denen? Ich würde sagen, 2 Knochenrüstungen nachbauen. Ich habe mich nämlich schon wieder verschlagen lassen. Alterle, ich habe nämlich gerade gedacht, da ist doch noch jemand. Und bisher habe ich da kein Geräusch gehört gehabt. Oh Gott, die Zeit flitzt. Ja, aber ist okay. Hat sich ja trotzdem gelohnt, ne? So, komm. Burn die beide. Dann machen wir uns nochmal eine... Guck mal, da die Schlappen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Da liegen Schlappen rum. Aber nicht unsere Hasenschuhe. Alles klar. Okay. Ist in Ordnung. Jetzt warte ich hier noch kurz auf die. Dann machen wir nochmal Knochenrüstung nach. Pfeile haben wir jetzt vielleicht einen verschossen, 2. Insgesamt hat es sich aber gelohnt, wenn ich reingucke. Ne? Wir haben wieder Alkohol. Machen wir mal die Molotows voll, Leute. Wir machen bestimmt noch eine Alkoholrunde. Weißt du, kurz bevor wir reingehen, gehen wir nochmal runter.
Okay, dann haben wir Molotows auch voll. Ja, so wenn wir uns jetzt ranhangeln und irgendwann gehen wir einfach los. Gibt es das noch wirklich in den Automaten in diesem Labor, in diesem Wüstlabor oder wie das da heißt? Gibt es da, Sahara, glaube ich, heißt die Firma, gell? Wüstlabor. Gibt es da noch die Möglichkeit, wirklich Riegel zu kaufen? Weil Coins haben wir bestimmt genug. Guck mal, das Aktenköffer, weißt du, den habe ich hier noch nie entdeckt. Halt immer geschwind durch, die Augen halb zu. Weil halt Höhle, ne? Oh, du hast Durst, Alter. Dann trink was, jetzt darfst du. Oh ja, komm, wir gehen hoch, vielleicht regnet es nochmal. Hier haben wir jetzt alles, was wir einsammeln können. Der Rest ist leider nicht einsammelbar mehr, weil wir voll sind. Also, Leute. Molotows haben wir voll. Sprengfallen haben wir voll. Wir haben 5 Speere dabei. Wir haben Kugeln für die Pistole. Wir haben ein paar Flares haben wir. Auch wenn Feuer nicht so effektiv ist. Wir werden mit der vollen Stückzahl Pfeile losgehen. Präpariert als Giftpfeile. Wir werden dabei haben eine Mutantenrüstung am Körper, eine im Inventar, plus eine Ersatzknochenrüstung. Das ist das Beste, was wir machen können, glaube ich. Ja, langsam. Was noch? Wir werden mal gucken, dass wir jetzt noch ein paar Heal-Mixe aufbauen, ein paar Energiemixe. Die Döslein haben wir dabei, ne? Die Heal-Döschen, die sind auf jeden Fall am Mann. Wir werden mitnehmen getrocknetes Fleisch, wir werden mitnehmen Beeren. Wasser werden wir auf jeden Fall auffüllen, sowohl Topf als auch Dings. Sticks brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss noch mal ganz kurz gucken gleich. Ich hätte ja gerne Material für 2 Shelter dabei. Nimm es, ich sehe das Seil nicht mehr. Danke. Danke, Meisterle. Ja, mehr wie vorbereiten kannst du dich, ne? Der Rest ist dann doch ein bisschen Skill, aber ich denke, ein, zwei Tries. Ich glaube nicht, dass wir ihn auf das erste Mal packen. Aber bleibe ich natürlich dran, ne? Wir speichern so, dass wir es schnell zum Boss schaffen, falls er uns tötet, mit vollem Material wieder, ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? So, Digga, guck mal ganz kurz rein. Ich will mal ganz kurz was gucken. 20 Sticks können wir. Wir wechseln eben mal rüber. 48. Yay, Navy. 48, gefällt mir gut. Was wollte ich denn gucken? Shelter. Shelter, das wäre dann dieses hier. Ah, siehst du, das ist blöd. 14 Sticks braucht das Ding. Und ein Bett. Habe ich die Möglichkeit, Mats für ein Bett mitzunehmen? Genug? Nee, ne? Weil Bett könnte ich ja auch aufstellen und speichern drin. Aber ein Bett kostet mehr, ne? Ja, kostet auch über die. Also, wir können halt nicht mehr wie 20 Sticks tragen. Alter, ist das Inventar voll. Aber das liegt hier am Futter auch hauptsächlich, ne? So, Licht bitte. Jawohl. Letztes Seil nach oben. Dann gehen wir kurz hell machen nochmal. Oder? Nee, machen wir nicht mehr. Wir crouchen jetzt zurück, Leute. Ich mache jetzt eine Fackel an. Dann gehen wir heim. Dann speichere ich zu Hause ab. Der Trip hat sich gelohnt. Ich will nur ganz kurz noch Knochenrüstung nachbasteln, dass wir wirklich auf dem aktuellen Stand sind. Sollen wir morgen los? Ich überleg's mir, ja? Ich überleg's mir, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch 1000 Sachen brauchen jetzt. Entweder das haut hin oder nicht. Wir müssen halt, wenn wir mit den Haftbomben 5-mal treffen, haben wir schon einen Riesenvorteil. Definitiv. So, du bist raus, ne? Du bist raus. Das ist schon mal gut. Jetzt pass mal auf, ich habe noch was im Hinterkopf gehabt gerade, Nemi. Was wollten die machen? Außer heimlaufen. Ich glaube, wir gehen erst heim und dann überlege ich da nochmal. Ich baue uns jetzt eine Standardfackel. Was ich jetzt machen kann, bevor die nächste Runde startet, werde ich oben im Dorf die ganzen Stoffe einsammeln von den Totems. Das machen wir dann noch einmal zusammen, dass wir so um die 50, 60 Stoffe haben, bevor wir losgehen. Guck mal hier. Im Dunkeln. Gut, das war jetzt aber. Ich sag mal. Wieso ist denn jetzt hier auf einmal alles voll mit Koffer? Und was ist das? Ein Tennisball. Klebebandstoff. Den hast du. Den hast du. Ist hier noch mehr? Den hast du auch schon. Jetzt habe ich die Orientierung wieder verloren. Kurzer Moment. Ist der Hammer, wie schnell das bei mir geht, gell? So, Leute, ich würde sagen, wir machen morgen in der Runde als allererstes mal eine kleine Inventur. Schauen, was haben wir jetzt alles da? Was fehlt uns noch? Wo sollten wir noch Hand anlegen? Und dann gehen wir am Donnerstag wahrscheinlich schon die letzten Sachen farmen und von dort aus dann direkt ins Sinkhole runter. Dass wir am Freitag anfangen mit dem neuen Content. Stopp. Da vorne war die Stadt irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr sicher wo. Ey, ich habe das Gefühl, die Fackel zeigt weniger an wie früher. Ich mache mir jetzt doch hell. Ist mir zu blöd gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe ja nichts. Hier ist eine Wurzel. Oh, langsam. Aber du musst, glaube ich, da runter, gell? Da war doch das Dorf dann. Da sind die Hütten, ja Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich habe mich schon wieder verrannt. Jetzt machen wir uns kurz hell, Leute. Wir können ja noch ein paar Minuten zusammen hier rumeiern. So.
Ich will nicht allein sein gerade. Ich will gerade nicht allein sein. Den essen wir jetzt. Irgendeiner war noch getrocknet. Hier. Essen. Schlückle aus der Pulle. Ich würde es so feiern, wenn es jetzt regnet. Und ich habe noch ein Totem gesehen hier. Nehmen wir auch mit. Da war jetzt kein Stoff, oder wie? Und ich habe noch eins gesehen. Geh nochmal hin. Da war noch eins bei denen drin gestanden, Alter. Und die Kiste ist auch wieder ganz. Hier ist noch eins, siehst du? Und das sind auch zwei Stoffe. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt lasse ich es mir gefallen. Jetzt können wir heimgehen. Aloe Vera wollte ich noch. Genau, das machen wir jetzt noch auf dem Rückweg. Haben wir ja schon ein paar gefunden. Hier ist auch nochmal eine Höhle. Hätte man da auch reingucken sollen. Boah, jetzt aber keinen Bock mehr. Da habe ich jetzt keine Lust mehr, Leute. Also jetzt gehen wir heim. Ja, das wird jetzt zu gepresst. Ich muss jetzt einfach sagen, jetzt gehen wir los und was wir haben, haben wir und was fehlt, fehlt halt. Sonst werde ich nie aufhören zu farmen. Kennt ihr das? Ich könnte jetzt aber noch zwei Seile und dann könnte ich das noch. Kleinigkeiten. Nachher macht es den Unterschied nicht. Wenn die fünf Haftbomben treffen, die Kopfbombe trifft, dann sind wir so gut wie durch. Dann schießen wir noch die ganzen Pfeile drauf. Und wenn er dann noch lebt, haben wir ja immer noch Molotows und Flares und Pistolen, Munition. Das reicht nochmal. Ein guter Spieler, der schafft nun mal den Boss mit dem, was wir jetzt eingelagert haben, bestimmt. Und wir sind ja jetzt auch nicht mehr ganz so übel schlecht. Guck mal, die Wolke da oben, die ist so aufverbackt, ne? Rechts von der Sonne, ein bisschen weiter unten. Da fehlt eine Struktur. Ey, das Spiel löst sich langsam auf. Wir sollten gucken, dass wir den Boss machen, bevor das Spiel weg ist. Und weißt du was? Die Fackel pack jetzt mal weg. Dann glaube ich nämlich, wird es heller hier. Dann sieht man auch ein bisschen mehr. Ich weiß, das war jetzt unlogisch, aber ich hatte echt gerade das Gefühl, die Fackel versaut mehr, wie das so schön macht. So, und damit ihr auch Freude habt, ins Loch runterzukommen, nochmal die Anmerkung, dass die Steine hier alle gleich aussehen. Und dass man das Gefühl hat, dass sie ein Gesicht haben, ne? So, jetzt können wir runter, glaube ich. Wer will schon die Steine hier angucken, die alle gleich sind? Entschuldigung. Hier waren auch mal eine Zeit lang Koffer, Alter, ne? Weißt du das noch? Weißt du das noch oder täusche ich mich jetzt da? Irgendwas haben wir an dem Eck mal gemacht, aber puh. Jetzt müssten ja die Pfeile wieder oben sein, ne? Höhle rein, Höhle raus, Leute. Vielleicht haben wir Glück. Schauen wir mal. Weil dann wären wir echt schon fast vorbereitet mit Pfeilen. Ich guck mal. Ne, die sind leer. Also da muss ich tatsächlich ausloggen und wieder einloggen, dass die nachspawnen. Das hat nichts gebracht hier. Halb so wild. Halb so wild. Ich bin so am Überlegen. Ey, wir gehen einfach los morgen, Leute. Wir machen morgen nochmal eine ganz grobe Farmrunde. Hälfte der Folge etwa, müsst ihr rechnen. Und dann mit direktem danach Aufbruch. Kommen die jetzt wieder her? Aber guck mal, jetzt haben wir mittlerweile nämlich auch die Riegel fast voll. Guck mal rein hier. Wie viel Riegel wir haben, wie viele Dosen. Alkohol holen wir dann praktisch morgen nochmal eine Runde. Pfeile nochmal eine Runde. Paar Stoffe und dann gehen wir los. Morgen brechen wir auf, Leute. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Kann sein, dass ich dann, sobald wir im Sinkhole unten sind, dass ich ab da eine Aufnahmesession mache. Langsam nehmen das. Ich will dich nicht töten, bevor es losgeht. Danke. Dass ich dann eine Aufnahmesession mache. Ja, vom Grunde des Sinkholes bis zum Endboss. Mit Endboss-Aktion und ich schneide es dann. Weil ich will das nicht abtimen, sonst mache ich uns zu viel kaputt. Wenn ich das abtime, dass es das auf die Folgen passt und so. Ich nehme das am Stück auf mit Endbosskampf und teile dann die Folgen geschickt auf, dass wir einigermaßen schön das gemütlich angucken können. Ne? Da wisst ihr da auch schon mal Bescheid. So, Leute, hier etwas in den etwas helleren Bereich, würde ich sagen. Blumen haben wir jetzt echt genug. Ich brauche jetzt nur noch diese Aloe Vera. Und hoffe, die sind nachgewachsen hier. Wir gucken jetzt hier nochmal das Gras ab. Die waren doch hier drin gewachsen, ne? Vielleicht muss ich da aber auch außen einloggen, dass die wieder wachsen oder wieder dastehen. Hier ist jetzt nichts Nämliches. So vier, fünf Stück hätte ich halt schon gern gehabt, bevor wir da runtergehen. Aloe Vera, zeig. Ja! Das Spiel ist auf unserer Seite. Sehr sedile Geschichte. Sehr sedile Geschichte. Wie viel haben wir denn jetzt von den guten? Vier Stück. Ist das schon mal was? Ist das schon mal was? Vorhin haben wir gar nichts gehabt. Passt schon. Vielleicht morgen nochmal hier vorbeilaufen? Wir können das ja alles auf den Weg legen. Ja, Leute, wir müssen den jetzt machen. Das Koppel kommt nicht drum rum. Sonst farme ich mich dumm und dappig. Und jedes Mal, wenn ich farm, verbrauche ich das, was ich eigentlich hole, da bitte. War hier was dabei für dich, Nemi? Nö, ne? Hast du alles? Ein Aloe Vera. Da war noch ein Stoff. Den hättest du fast liegen lassen. So, pass mal auf, wir gehen noch mal kurz rein. Ich hole noch mal den Speer. Ich sah nämlich gerade einen Kollege. Wo ist denn der jetzt? Da war gerade eben noch da. Da war gerade eben noch ein Leguan, Leute. Der ist jetzt abgehauen. Verständlicherweise. Da ist er.
Kriegen wir den noch mal so locker wie vorhin? Oh, ist er gerade losgerannt in dem Moment? Hätte ich auch gemacht als Leguan. Wir gucken, dass wir noch ein bisschen Futter kriegen. Dann machen wir die Ständer gleich noch voll. Oh, jetzt ist schon Zeit. Alterlich, ich habe voll die Zeit mal wieder verplant. So machen wir das, Leute. Wir sind so gut wie auf dem Weg zum Boss jetzt, ne? Scheiß drauf. Scheiß drauf, wir machen den jetzt. Wir machen den. Ihr seid ja dabei. Im Prinzip seid ihr ja dabei, Leute. Und ich glaube, dass wir es hinkriegen. So, pass auf. Ständerle Nummer 1. Da hängt ja schon ganz viel drin, nämlich. Einen Arm willst du nicht reinhängen, ne? Einen Fuß auch nicht. Den Fisch kannst du hier anbringen. Sehr schön. Dann gehen wir rüber. Dann gehen wir rüber. Ob die Hasen sich vermehrt haben, aber wenn wir nicht daheim sind, Renderdistanz und so, ne? Ich guck trotzdem mal rein. Nö, es sind zwei. Und der linke ist auch ein bisschen schwächlicher jetzt auf der Brust mittlerweile. Der hat sich ja so aufgebäumt letztes Mal. Also, meine Lieben, Mittwoch, Bergfest ist vorbei. Wenn wir uns morgen um 19 Uhr wieder sehen, stehen wir ein paar Stunden vorm Freitag und damit wieder vorm Wochenende, was mir natürlich persönlich sehr, sehr gut gefällt, ne? Kopf brauchen wir nicht. Hier, hauen wir alles rein, was Fleisch ist. Jawohl. Arme brauchen wir nicht, Fuß brauchen wir nicht. Echse kannst du reinhauen. Dreimal, bitte. Und haben wir noch was, Digga? Kopf brauchen wir nicht, Arme nicht, Fuß nicht. Weißt du was? Jetzt überziehen wir. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz rüber. Ich guck mal, ob ich drüben noch was anbringen kann. An den Körperwelten und dann gehe ich speichern. Kurzer Moment, Leute. Da haben wir tatsächlich auch noch ein bisschen was für unsere Umgebung hier gemacht. Schwupp. Unser Athletik-Nameless. Man merkt aber schon, dass er frisch ist so, ne? Aber er verbraucht. Er hat halt ständig Hunger. Er rennt aber auch bloß. Ich glaube, der ist die komplette Staffel fast nur Grand, Leute. So, hier runter. Mal gucken, was noch da ist von unserem guten Zeug und was wieder despawned ist. Hier, Goldröckchen ist klar. Die lassen wir auch mal erst noch weg. Hier haben wir das Kopftotem und ich habe doch noch einen Kopf gehabt. Stopp. Ich lasse den Kopf, falls ich eine Kopfbombe nachbauen muss, wenn wir zum Boss gehen. Oder? Rüstung bauen wir dann später auf, wenn wir zurück sind. Einen Rumpf habe ich leider keinen. Hier fehlt jetzt auch noch Rüstung. Moment mal. Wir haben ganz vorne den Lizard. Hier haben wir die Unsichtbarkeitsrüstung. Dann hätten wir hier praktisch... Doch, doch, das passt schon. Ich habe nur nicht genug Rüstung reingegangen, ne? Hier passt noch ein Arm. Lass mal gucken. Wo hast du denn die? Hier ist ein Arm. Bring den noch an. Ja, genau. Ein bisschen hochdrehen. Müssen wir den noch ein bisschen hochdrehen, Amy? Nicht? Gut. Ein Armtotem. Sieht aus wie ein Igel, gell? Hier ist noch einer. Den würde ich von hier anbringen. Dreh. Ja, so ist cool. So, Leute. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ich laufe noch rüber speichern. Wir steigen morgen in die Folge ein. Reste zusammenfarmen. Gegen Mitte, Ende der Folge steigen wir in die Höhle ein. Ich habe mir das überlegt, wir gehen über die Höhle in Sinkhole. Und sobald wir unten sind am See des Sinkholes, beginnt unsere Reise zum Boss, Leute. Geht mal davon aus, dass wir den Boss wahrscheinlich... Ich denke mal Samstag, Sonntag, wenn wir die Bossbegegnung haben. Und so wie ich mich kenne, wahrscheinlich bis Dienstag. Bis man erlegt haben, Leute. Herrlich. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich. Ich renne jetzt die Folge durch. Wird ein bisschen dauern. Diesmal wieder über die Länge. Und sehen wir uns morgen um 19 Uhr wieder, wer Spaß hat und dabei sein möchte. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Wir gehen aber vielleicht morgen nochmal einen Abstecher zur Stadt machen. Und lassen das Spiel entscheiden, ob wir morgen aufbrechen oder Freitag. Falls in der Stadt Mutanten sind, würde ich uns noch eine Rüstung ranholen oder zwei. Und dann halt am Freitag erst aufbrechen, ne? So, meine Lieben. Ich speichere. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich. Bis dann.